damit ein herzliches Willkommen zum Türchen Nummer 11 und diejenigen, die das gestrige Video von Türchen Nummer 10 gesehen haben, wissen ja, dass ich ein paar Probleme mit meinem Account hatte. Und ja, was daraus geworden ist, würde ich euch jetzt ganz gerne einmal zeigen. Dann gehe ich nochmal auf ein paar Kommentare von euch ein, auf ein paar Fragen und dann gibt es natürlich die vielversprechende Diskette in diesem Video. So, also, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Es ist einiges an Gegenständen abhanden gekommen. Eine ganze Kiste hat gefehlt, viele Modelle haben gefehlt, also Dekorationsartikel. Und an der Stelle muss ich einfach sagen, es ist alles wieder da. Die Lampe ist wieder da, das Hydrokultursystem samt Inhalt ist wieder da, die Modelleisenbahn ist wieder da und der ganze Garten ist auch wieder vollständig. Und Gott sei Dank, ich war so glücklich, als ich von dem Entwickler die Nachricht bekommen habe und muss auch an der Stelle nochmal vielen Dank an der Stelle aussprechen. Natürlich war es teilweise wahrscheinlich auch Fehler von den Entwicklern selbst, aber Gott sei Dank ist mein Account wieder normal und alles ist wieder da. Ich war so glücklich. Und ja, ich wollte euch in der Stelle einfach nochmal, an der Stelle nochmal aufklären. Ja, dann die Fußmatte noch hier hinlegen, denn ich wollte ja nicht spoilern, dass ihr schon seht, ah, hat sich ja wieder alles gelöst. Es ist wirklich alles wieder da. Selbst der Tresor, der hier in der Ecke weg gewesen ist, was ich erst im Nachhinein mitbekommen habe, ist wieder da. Und es freut mich einfach unnormal, dass das wirklich so reibungslos und ja schnell vor allem auch funktioniert hat. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, wendet euch bitte direkt in dem In-Game-Support. Ich habe tatsächlich heute schon eine Antwort bekommen. Ich hätte heute mein Problem mit Bildern den Entwicklern bzw. dem Support schildern können. Aber ich habe ja glücklicherweise ein paar mehr Kontakte. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wer weiß, wie lange ich sonst hätte warten müssen. So. Und an der Stelle gehe ich dann einfach mal auf die erste Frage ein, die hier aufgekommen ist. Und zwar ist diese von Giftbox2020. Was passiert, wenn man eine infizierte Kiste bekommt und kein Säurebad hat? Grundsätzlich erstmal nichts. Es ist halt wichtig, dass die infizierte Kiste so lange, bis das Säurebad fertig ist, auf dem Chopper bleibt. Weil wenn ihr die infizierte Kiste vom Chopper runternehmt und in eure Basis legt, dann ist die Kiste dann nach 15 Minuten nur noch Altmetall. Also die Kiste könnt ihr dann nach 15 Minuten dann dort wieder aufheben, aber statt dass ihr die Kiste in der Hand habt, steht dann da plus 15 Altmetall oder sowas. Deswegen, wenn ihr eine infizierte Kiste habt, lasst sie auf dem Chopper hinten auf dem Gepäckträger, hier da, wo das Gepäckzeichen ist, drauf liegen lassen und in Zwischenzeit, bis das Säurebad fertig ist, keine neue Diskette holen. Oh, und an der Stelle hier, um es euch nochmal zu zeigen, ich bin so froh, dass der Bunker wieder ganz normal offen ist. Es hätte so viel gefehlt. Einfach nur krank. So, ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Dann kommen wir auch gleich schon zur nächsten Frage. Und zwar, ja, Schnappseid666 fragt, was bringt eigentlich der Krater für die Main Base? Eine ähnliche Frage kommt von Benjamin, der hat auch so was Ähnliches geschrieben, was sein Clan für Vorteile hat. Also ein Clan hat eigentlich nur den Vorteil, dass das Gemeinschaftsgefühl da ist. Es ist halt einfach cool, wenn noch jemand online ist, mit dem man halt in Last Day on Earth schreiben kann. So wirklich hat der Krater mit der Mainbase nichts zu tun, zumindest fällt mir spontan gar nichts ein, weil man ja sowieso von der normalen, vom Solo-Player-Mode in den Multiplayer-Mode nichts mitnehmen kann. Man kann weder von Sektor 7 was rausnehmen, man kann nichts von draußen zum Sektor 7 reinbringen. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen ist praktisch der Sektor 7 ein Spiel im Spiel. So was Ähnliches gibt es auch bei Clash of Clans, wer das kennt. Das normale Dorf und das Nachtdorf, das ist auch wieder ein Spiel im Spiel. Nur, dass man da noch ein paar Vorteile hat, mal davon abgesehen. Ansonsten, ja, bringt ein Clan eigentlich jetzt nur was, um halt im Sektor 7 zusammen die Basis dort aufzubauen, um zu kooperieren, aber halt nur im Sektor 7. Das, ja, an der Stelle nochmal zu erwähnen. So, und dann war hier irgendwo auch nochmal eine Frage. Und zwar, ganz kleinen Moment, liebe Leute, erstmal können wir gleich schon zum Event laufen, zu den Koordinaten. Ich hoffe natürlich, dass eine schöne Diskette dabei ist.
So, und dann wurde auch noch gefragt von Vanilla Nikolova. Ich habe eine Frage. Diese Rüstung ganz unten, Sturmrüstung ab Level 160, kann man die haben bzw. benutzen? Die Sturmrüstung, damit meint sie sicherlich diese hier: Sturmhelm, Weste, Hose und Stiefel. Und kurz gesagt, nein, diese Rüstung können wir noch nicht bauen. Diese Rüstung ist noch nicht im Spiel. Wer eine Hack-APK hat, was nicht legal ist von Keefies Seite aus, der kann die schon bauen. Wenn man die denn ansetzt, sieht die aber nicht anders aus als die Sword-Rüstung. Also lasst das auch mit der APK sein. Eventuell kommt dann in der Zukunft mal irgendwann ein Update, weil Mörser, genauso wie die Dragunov oder zum Beispiel das elektronische Labor oder der Helikopter, können wir alles noch nicht bauen, weil Wolfram fehlt oder Titanium. Hier wäre zum Beispiel bei der Sturmweste das Titanium relevant. Ist leider noch nicht da. Vielleicht kommt es irgendwann mal. Es wird gerne benutzt, um ein bisschen Clickbait zu erzeugen. Ja, was soll man dann dazu sagen? So, dann haben wir hier auf jeden Fall das Disketten-Event. Ich hoffe natürlich, dass es keine infizierte Kiste ist. Das wäre ein bisschen ungünstig. Ups, liebe Leute, entschuldigt kurz den Unterbrecher, das war noch gerade ein Videoprogramm. So, alles klar, der ist einfach mal festgebackt gewesen. Dann lass uns gleich mal in die Diskette reinschauen. Eine Milchrohr wäre echt geil, um das festzulegen gleich vorne rein. Aber Milchrohr ist halt auch einfach der Checkpot. Dann noch zwei C4 und eine Sword-Rüstung, dann hast du eigentlich, dann bist du versorgt. Das Zeug brauche ich hier wieder nicht. Die Diskette ist ganz okay. Ein paar Stahlbarren kann ich auf jeden Fall gebrauchen, um meine Kisten zu upgraden. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare, werde ich in den nächsten Videos beantworten. Und ja, dann sehen wir uns morgen beim 12. Türchen. Bis dahin, ciao.